Heute ist das Plast-TV-Team unterwegs im schönen Spessart bei der Firma Kurz Ersa. Geschäftsführer Uwe Rothaug hat mir versprochen, mir zu zeigen, was das Unternehmen auf der diesjährigen K in Düsseldorf ausstellen wird. Hallo Herr Rothaug, guten Morgen. Guten Morgen Herr Marschall, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Was haben Sie vorbereitet bei Kurz Ersa? Ja, wir haben natürlich uns einiges Neues ausgedacht. Ja, insbesondere Kunststoff ist ja in der Öffentlichkeit in die Kritik geraten. Da müssen wir was tun und das wollen wir Ihnen alles heute neu vorstellen. Da freue ich mich. Die Kurz GmbH gehört zum Kurz Ersa Konzern, der bereits im Jahre 1779 gegründet wurde. Den Stammsitz hat das Unternehmen im bayerischen Kreuz Wertheim und mit seinen rund 1350 Mitarbeitern generiert die Kurz-Ersa-Gruppe einen Jahresumsatz von rund 275 Millionen Euro. Ja, wir bei Kurz-Ersa produzieren Maschinen für die Verarbeitung von Partikelschäumen. Also das, was man in der Verpackung so am meisten braucht, oder? Das am meisten eingesetzte Material für Verpackungen, da haben Sie recht. Das ist aber auch das Material, das am meisten in der Diskussion ist, weil es, wenn es in die Umwelt geworfen wird, Schaden anrichtet. Auch das ist richtig. Wenn man das Material allerdings einsammelt und nicht wegwirft, können wir es erneut verarbeiten. Okay, das bedeutet also, wenn man es in den Recyclingprozess holen könnte, wäre das gut. Aber das ist heute noch nicht überall auf der Welt möglich. Es gibt Regionen, da funktioniert dieser Kreislauf noch nicht. Was ist in solchen Fällen die Lösung? Ja, es gibt biologisch abbaubare Materialien. Das können wir hier bei Kurz Ersa. Und das wird Ihnen unser Kollege Herr Romanow im Detail erklären. Dann gehe ich jetzt dahin und wir sehen uns später wieder. Ja, danke schön. Danke, schön. Tschüss. Hallo Herr Romanow. Hallo Herr Marschall. Sprechen wir über die Herstellung von Schaumstoff. Wie funktioniert das? Partikelschäume. Partikelschäume werden mit heißem Dampf produziert. Und heißer Dampf kommt von außen nach innen, um Partikeln zu verschweißen. Man braucht relativ viel Dampf, um relativ wenig Material zu verarbeiten. Klingt aber nach viel Energieaufwand. Ganz genau. Dampf muss man erzeugen, transportieren durch die Röhre und so weiter, Werkzeug aufwärmen und so weiter. Also sehr viel Energie. Sie haben jetzt eine Technologie entwickelt. Die passende Maschine dazu steht hinter Ihnen. Damit können Sie ein Teil des Problems, nämlich das Energieproblem, lösen, oder? Wir verarbeiten auch Partikelschäume, aber andersrum. Wir verschweißen von innen nach außen. Quasi wir bringen Energie dorthin, wo wir Energie gerade brauchen. Und dadurch brauchen wir viel weniger Energie. Welche Materialien können Sie mit diesem Prozess verarbeiten? Im Prinzip normale Standardmaterialien wie EPS, EPP, aber dazu noch gehören neue Materialien wie Partikelschäume aus PET oder Polyamid, die höhere Temperaturen so brauchen zur Verarbeitung. Das bedeutet, Sie können in Zukunft auch recyceltes Material weiterverarbeiten? Zum Beispiel recycelte PET-Flasche bzw. recycelte Styroporplatte von der Fassade. Ich glaube, ich sehe hier gerade die Zukunft der Kunststoffverarbeitung. Genau. Das schaue ich mir in Düsseldorf bei Ihnen gerne an. Und jetzt gehe ich zum Herrn Sommer. Danke, Herr Romanow. Tschüss. Hallo Herr Sommer. Grüße Herr Marschall. Im Hintergrund sieht man, wie Ihr Team arbeitet, gemeinsam mit Ihnen an einer neuen Technologie, einem neuen Projekt. Was genau steckt dahinter? Ja, wir haben gerade einen Auftrag bekommen über eine komplette Fabrik, also eine Turnkey-Solution. Nicht mehr so wie früher, dass man eine Einzelmaschine liefert, sondern man muss die Komplettlösung bieten. Und da arbeiten die Kollegen gerade dran. In der Automobilindustrie geht es immer mehr um das Thema Leichtbau. Die Fahrzeuge müssen leichter werden, obwohl die Teile, die hineingebaut werden, schwer sind, wie die Batterien zum Beispiel in Zukunft. Wie genau kann Ihre Technologie dazu beitragen? Ja, im Wesentlichen können wir fast alle Partikelschäume verarbeiten, die so bisher auf dem Markt verfügbar sind. Aber weil es sich um Automobil handelt, ist es eben das EPP, das expandierbare Polypropylen, im Fokus. Der ist extrem leicht. Es ist ein Partikelschaumstoff, der aus einem hohen Bestandteil aus Luft besteht. Dadurch, dass wir eben diese EPP-Schaumstoffe haben, die recht einfach jede Kontur gestaltet werden kann, haben wir die Möglichkeit, Kanäle, Lüftungsschlitze vorgegeben zu formen. Also sehr leicht und damit energiesparend. Wir sehen hier, wie die Zukunft im Automobilbau entsteht und ich freue mich sehr, wenn wir uns in Düsseldorf das nochmal genauer anschauen können. Herr Sommer, gerne. Wir sehen uns dort. Danke. Jo, machen wir. So, Herr Marschall, wie war denn Ihr Tag bei der Firma Kurz Ersa? Das war toll. Ich habe viel Neues gelernt. Vor allen Dingen habe ich gelernt, wie Kunststoffe und Umwelt zusammenpassen können mit intelligenten Technologien. Das hat mich sehr begeistert. Danke. Tschüss.